Super. Können wir noch ein bisschen verweilen. Unten links sieht man die Durably, also die Haltbarkeit. Da könnt ihr sehr gut schauen, wann sie kaputt geht. Ich bewahre meine wertvollen Spitzhacken und so. Also meine wertvollen Werkzeuge und Schwert immer auf und repariere sie dann später und dann stelle ich sie aus. Indium kenne ich jetzt nicht, das schauen wir gleich mal. Es ist irgendwie ein bisschen biomabhängig geworden, dass es in bestimmten Biomen diese Erze mehr gibt und in anderen Biomen diese Erze mehr gibt oder völlig neue Erze, die es nicht woanders gibt und so. Das ist richtig gut gemacht, also wirklich ein Lob an die Entwickler dieser Mods. Bei ein paar Mods bin ich auch ein bisschen enttäuscht, aber das sage ich dann euch. Und ja, ist so. So, Aluminium kennt ihr sicher. Silber natürlich auch. Wenn wir das brauchen, zeige ich euch dann, was man herstellen kann aus diesem Material. Ah, nicht schon wieder. Jetzt gehst du rein. So, hast dir nichts verloren. Ja, sieht richtig schön aus auf der Map. Dieses Biom, richtig farbig. Hier haben wir eine Mega-Map. Da können wir extrem auch rauszoomen. Und Metroid ist auch zu sehen. Hier hat es verschiedene Arten Bäume. Richtig schön. Und das Spawn haben wir markiert. Wir markieren dann auch mal. Also können wir jetzt sogar. Wir haben schon 68 Höhe eingestellt. Haus. Wohnort 1. So. Und man kann, glaube ich, auch teleportieren. Aber weiß nicht mehr wie. Help. Teleport to cursor or select marker. Okay, mit T. Also, wenn wir mal sehr weit weg sind, dann teleportiere ich mich lieber. Es ist ja ein Future, also ein neues Element und allzu viel gecheatet ist es ja auch nicht. Aber wir werden natürlich auch Portals machen und solche Sachen. Wir werden nicht immer cheaten. Also Kurzstrecken werden wir laufen. Aber wenn wir die ganze Zeit Kurzstrecken machen müssen, werden wir auch teleportieren. Also ich werde das optimale Zwischending zwischen Cheaten und praktisch herausfinden und dann euch ja, es nennen. So, Cadmium haben wir jetzt eingesammelt. Nicht? Okay. Migmamit kenne ich jetzt nicht. Hier haben wir einen Kristall. Ich kann leider nicht lauter machen, weil mein Herz extrem sensibel ist. Ich nicht weiß, wie ich das Headset so einstelle, dass es für mich nicht gleich auf sehr extreme Art und Weise laut ist. Ich habe die Systemeinstellung überall, Headset-Einstellung, alles auf minimal gesetzt, auf wirklich 1%, aber es ist wirklich nichts zu machen, es ist einfach viel zu laut. Oh, ja, jetzt habe ich nicht geschaut. Okay, wir gehen zurück nach oben. Und so ist das Inventory voll. Und ja, machen dann mal weiter mit anderen Sachen. Zum Beispiel mit der Farm. Damit wir dann Monster einstellen können. Das stört mich ein bisschen. So.
Ich will nicht, dass ein weißer Rand um die Markierpunkte sind. Da bin ich ein bisschen sensibel, wenn ich drauf schaue. Ich hasse Weiß. Weiß ist so grell. Oh. Okay, es ist Nacht. Was mir noch nicht aufgefallen sind Bienenkörbe. Die sind sonst überall. Ah, dort hinten ist einer. Man kann nicht zoomen. Ja. Okay. Ja, wir werden jetzt mal ein paar Sachen unten einlagern. Ach ja, leider haben wir sehr wenig Platz. Wir brauchen Holz. Dann Kisten. Ah, genau, das ist noch ein Mod, wo den kräftigen Tepel speichert. Dass man das nächste Mal wieder aufrufen kann. So, wir müssen weiter graben. Die Keller mache ich immer viel größer als das Haus selbst, weil es erinnert mich so an Weinkeller oder solche Arten in der Schweiz. Da hat es auch riesige Untergrundkeller. So, können hier aber auch Doppelkisten, also gesteckte Kisten machen. Wir werden hier alle Erze reintun. Dann die Sachen raus, die keine Erze sind. Da oben werden wir alles Grünzeugs reintun. Und auch Fleischzeugs. Das lasse ich im Inventar. Wir werden so bald wie möglich dann umstellen. Ja, am Anfang werde ich noch alle Sachen hier reintun. Auch diese Salze und so Pulverzeugs. So, Leder werden wir auch hier reintun am Anfang. Dann werden wir hier alle Steinsorten reintun und Gravel. Aber das Holz nicht. So. Ein bisschen Gravel möchte ich, ein bisschen Erde möchte ich reintun. So. Redstone Gunpowder werde ich mal hier rein. Ja, nein. Schon besser hier. Wir werden dann auch auf Eisenkisten umstellen. Die haben dann viel mehr Platz. Und sonstiges werden wir die Bücher reintun. So. Gut, jetzt haben wir schon mal ein bisschen sortiert. So. Jetzt muss ich noch was gießen. Eisen. Ja, reicht. So, Kuh. Ich brauche Leder. Hast mir jetzt kein Leder gedroppt? Blöde Kuh. Wir müssen Holz holen. Wir haben erst 5 Leder. Das Leder werden wir mitnehmen, das ist wichtig. So. So. Einen Eimer für die also das Wasser, das wir für die Gärten brauchen. Ja. Ich denke mal, wir werden hier drüben einen Baumgarten machen. Hier werden wir eine Farm, die halt einfach verschiedene Arten Gemüse anbaut.
und Weizen, also Getreide. Wir werden hier am Fluss sicherlich noch ein paar sehr schöne Sachen bauen. Das Haus werden wir ausbauen natürlich. Ja, eine Kuhfarm können wir auch irgendwie vielleicht dort, ja, das ist ein bisschen wenig Platz, keine Ahnung. Eine Bienenzucht werden wir machen. Schmetterlingszucht, weiß ich nicht, wie das geht, noch nicht. In der Wüste können wir auch etwas Schönes machen, also in der Mangrovenwüste. Also es gibt sehr schöne und motivierende Sachen zu machen. So, jetzt machen wir noch eine Spitzhacke. Noch eine bitte. Gut. Ich denke, das reicht schon mal. Also, bitte mit Wasser füllen. Wenn ich mit dreckigem Wasser... Ja, komm, nein. Macht keinen Unterschied. Scrub. Haben wir hier jetzt nicht diese Setzlinge angesetzt? Wo sind die jetzt hin? Nee, nicht wirklich. Sind die jetzt gedroppt und dann verschwunden? Ah, hier ist ja ein Baum. Jetzt müssen wir nur noch den anderen Setzling finden. Tja, das ist schwer. Wahrscheinlich habe ich ihn gar nicht angepflanzt. Ja, wir müssen ein paar Kühe... Ja, nein, die lassen wir. In dieser Region lassen wir die Kühe. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Leder. Ja. Eben den Garten machen, genau. Wir werden hier schon mal den Garten machen. Ich will es ein bisschen mehrstöckig machen, also nicht direkt. Kann das jetzt sein, dass es wegen Biom ist? Ich denke ja nicht, dass das Wasser gleichfarbig bleibt. Wäre aber cool. Und dass man auch Keime und so bekommt. Nein, das ist ein bisschen zu böse. So. So, jetzt setzen wir die hier ein paar Sachen hin. Sieht richtig schön aus, solche Crops, weiß nicht auf Deutsch, einfach Stöcke in den Arsch der Erde geschoben. Hier haben wir ein paar Vanillestängel, die kann man mit Rechtsklick ernten. Kann man sogar mehrmals ernten. Ich weiß jetzt nicht, die müssen wahrscheinlich mehr wachsen. Auch eine gute Idee, dass man die nicht immer die ganze Zeit neu pflanzen muss und so. So, jetzt die Sweet Corn. Mangrovensetzling. Ah, das ist ja Wüstensetzling. Da habe ich ihn nicht gepflanzt. Aha, verstehe. Ja. Dann werden wir Mangroven ein paar holen. Pflanzen. Ich denke, ja, wir können auch eine andere Farbe nehmen. Fragt sich dann aber, wie, also, welche? Wir haben so eine gigantische Auswahl, da ist es schwer, das Richtige zu finden. Wir können einfach mal ein Mischhaus bauen. Uranium. Aber wieso haben die immer falsche Erd-Ding? Texturen, Uranium ist grünlich. Irgendein Modpack oder so macht ein paar Probleme.